kommen. Ich habe mir noch schnell ein passendes T-Shirt angezogen, 5 Zylinder, ne? Passend heute, nicht ganz. Wir haben hier noch mal ein Zylinder mehr heute an Bord, und zwar unser G82. Uns ist gerade eingefallen, Corby und mir, wir haben ja noch gar nie ein Video gedreht zu unserem G82, damals zu unserem, Quatsch, was reden? Zum M4 haben wir, jetzt sind wir M4 G82. M4 G82 haben wir gemacht, G80 nicht, sorry, gell? Dass wir es nicht verwechseln. Ja, für mich cooles Auto, und ich habe gesagt, bevor wir viel quatschen, einsteigen, losfahren, gucken wir erstmal on board und... Kaltstart, glaube ich, lohnt sich. Ja, Kaltstart, genau, den machen wir mit Kaltstart mit rein. Da sind wir. Wir haben ein schönes Plätzchen gefunden, schönes Wetter, schönes Auto. Ja, heute mit unserem M3. Wir haben noch gar nicht vorgestellt. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. G80 M3. Davor hatten wir unseren G82 M4. Den haben wir mittlerweile verkauft. Hat einen glücklichen neuen Besitzer gefunden. Und ja, jetzt haben wir hier unseren M3. Da haben wir auch schon ein paar Sachen dran gemacht. Und da wollten wir euch heute einfach mal so ein bisschen rumführen und mitnehmen, was wir da schon gemacht haben, was wir noch machen werden. Und ja, jetzt hätte ich gesagt, schauen wir uns das Ganze mal an. Farbe, das Erste. Ihr kennt die Farbe mit Sicherheit alle. Corby, kennst du sie auch? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Weiß nicht. Das ist Dravit, Dravitgrau, Metallic. Ich finde den Effekt super. Gerade jetzt beim M3. Für mich ist der M3 das schönere Auto wie der M4. Persönliche Empfinden, aber für mich einfach das geilere Auto. Warum? Wenn wir da nachher mal hinten Aufnahmen machen, dann sieht man das Ganze. Er hat einfach den schöneren Arsch, auf Deutsch gesagt. Sieht echt mega aus. Ja, zum eigentlichen Auto muss ich wahrscheinlich nicht viel sagen. Ihr kennt mittlerweile G80, G82. Aber kommen wir zu den Sachen, die wir geändert haben. Und da fällt natürlich am ehesten hier dieses Goldene auf. Das sind unsere Edelweiß, extra für die G-Serie, G80, G82. Hat die Firma Edelweiß meiner Meinung nach ganze Arbeit geleistet. Super Felge, super schön, mega konkav. Ich weiß nicht, ob es rauskommt auf der Kamera, aber wenn man die mal im Live gesehen hat, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch auf den Bildern, die wir da hatten von der Firma Edelweiß, und haben dann gesagt, gut, mach mal. Und ja, ich habe es nicht bereut, oder ich denke, wir haben es nicht bereut. Sieht echt mega geil aus, läuft super konkav. Auch an der Keramik kommt man gut vorbei. Also für alle, die auch Keramik haben, ohne Spurplatten, mega Fitting. Wir haben jetzt hier unsere Michelin Pilotsport Cup 2 drauf. Die bauen natürlich massiv auf. Kenner wissen, der Cup 2 hat immer mehr Gummi, mehr Flanke. Und deswegen ist es hier ja grenzwertig. Ja, wenn da jemand Infos zu haben möchte, einfach mal kurz anrufen. Wir können da mit euch das Ganze abklären, was da der richtige Reifen ist, wenn ihr auch mit einer Tieferlegung arbeitet. Wir haben jetzt hier auch schon eine Tieferlegung drin. Wir haben uns nicht für das Fahrwerk entschieden, sondern für den Gewindefedersatz. Warum das Ganze? Ist einmal ein Kostenthema. Es muss nicht immer das teuerste sein. Und wir haben gesagt, wir wollen es einfach mal ausprobieren. Was können diese Gewindefedern von KW? Und ich finde, für das, was wir haben wollten, haben wir alles richtig gemacht, weil die Kosten sind überschaubar und die Optik passt auf jeden Fall. Ich muss ehrlich sagen, ich fahre seit über 20 Jahren BMW, und für mich ist das Fahrwerk einfach perfekt. Ja, gerade was so den Kompromiss Straße, Hobby, Track Day angeht und so weiter, kann das Fahrwerk eigentlich alles. Da brauche ich kein anderes. Soll jetzt natürlich nicht gegen KW sprechen. KW ist unser Nummer 1 Partner, was Fahrwerke angeht. Und wenn wir was verbauen, dann verbauen wir auch nur KW, ganz klar. Grüße gehen raus. Ja. Aber es gibt auch einfach Sachen, wo ich sage, da ist es nicht immer notwendig. Und das ist einfach mein Empfinden. Hier braucht es das nicht. Wenn jemand professionelle Rennstrecke fährt oder sonst was, dann kann man das natürlich gern einbauen. Aber für uns ging es eigentlich um die Optik, ja? Dass wir sagen, wir haben hier eine schöne Felge mit einem Perfect Fitting und mit der richtigen Höhe. Und ich finde, das ist uns ganz gut gelungen. Na? Wir können ja mal hinten schauen, da kommt das sogar noch massiver rüber. Wir sind sowieso gerade noch am Überlegen, ob wir hier vielleicht noch ein Stückchen hochgehen. Er ist hinten ein bisschen im Verhältnis zu vorne zu tief. Das können wir dann noch ein bisschen höher setzen. Aber auch hier sauber im Rathaus drinne und halt auch wieder mega konkav. Ne? Wir haben hier
eine ET12 und eine ET14. Ja, mega geil, mit Gutachten, alles dabei, legal. Und Edelweiß hat hier natürlich auf jeder Felge, ich muss jetzt gerade mal schauen, hier haben wir es hier unten, 9,9 Kilo und vorne haben wir, glaube ich, 8,9 oder irgendwie sowas. Kann man ja nochmal einblenden. Also ist echt eine mega leichte Felge, ein einteiliges Rad. 9,5. Finde ich Preis-Leistung unschlagbar, muss ich einfach so sagen. Wir arbeiten ja auch mit BBS und Jido Performance zusammen. Wo liegt der Satz ungefähr? Je nachdem, was ich für ein Finish nehme. Wir haben jetzt hier eben Frozen Gold. Ist ein bisschen aufpreispflichtig, weil es eben eine Sonderfarbe ist. Wenn ich jetzt Standard Silber nehme oder Standard Schwarz, dann ist das Ganze nochmal so um die 470 Euro günstiger. Für den Felgensatz in der Farbe sprechen wir von ungefähr 3.700 Euro rum. Und das finde ich für eine Felge in der Qualität, mit dem Gewicht, in der Optik, finde ich einfach nur genial, muss man so sagen. Ne? Das ist kein billiges Gussrad, was dann nachher mehr wiegt wie ein Originalrad. Deswegen finde ich mega, auch die Optik. Also wenn ihr da Bedarf habt, wir haben alle Farben an Lager. Also wir haben das Frozen Gold da, wir haben Dark Chrome haben wir da. Frozen Black, Frozen Silver. Also wenn ihr da Bedarf habt, auch für die M2-Serie, also aus der F-Reihe natürlich noch, haben wir für den M3, M4, nur M4, M4 und M2, haben wir auch noch Felgen vorrätig, F-Serie. Gell? F80, F82, einfach melden. Wir können da auch passende Reifen kurzfristig anbieten. Genau, ja. So, dann schauen wir mal hinten ans Heck noch. Hier Original, da haben wir nichts dran gemacht. Das ist der Original Heckspoiler Carbon. Wir haben das Carbon-Paket mitgenommen zum Auto. Gerade der Diffusor finde ich auch original super schön. Muss man eigentlich gar nichts dran machen. Auch in Carbon. Und man sieht es schon, Auspuff nicht mehr original. Das war uns extrem wichtig. Das Auto sieht so bullig, so massiv aus. Und kommt dann mit einem bisschen zu bescheidenen Ton daher, serienmäßig. Und da haben wir natürlich auch gleich mit unserem Kooperationspartner Aulitzki Exhaust uns zusammengetan und haben da eine Auspuffanlage besorgt. Und ich finde, sie hört sich gut an. Ich weiß nicht, was sagst du, Corby? Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne niemanden, der ein G-Modell fährt, M, der keine Abgasanlage gemacht hat, weil jeder sagt, das Auto klingt... Ist einfach zu leise, ja. Es ist, die Optik passt nicht zum Sound. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, müssen wir da was machen. Und das hört sich schon sehr, sehr gut an. Genau. Was haben wir noch? Ja, Felgen, Federn, Auspuff haben wir. Ach, vorne, da können wir noch reinschauen. Das sieht nämlich auch ganz schick aus. Ich mache mal schnell die Haube auf. So. So, Sesam, öffne dich. Tada! Ja, ihr kennt es schon, ohne zu lesen. Wir haben Eventuri verbaut. Warum ist für uns eigentlich Marktführer und sieht nicht nur schön aus, sondern bringt auch was. Wir wollten mal, ich müsste mal gucken, ob wir in den Prüfstandsläufen noch die Läufe haben mit und ohne Eventuri. Also im Normalfall merkt man das immer. Wenn wir da noch was haben, spielen wir das mit ein. Alternativ dazu, kennt vielleicht auch einige von euch, gibt es noch die AMA-Ansaugung. Finde ich auch cool, haben wir auch da. Die werden wir auch mal verbauen. Werden wir mal einen Vergleich dazu machen, ob das spürbar ist, Eventuri zu AMA. Das wird so in den nächsten Videos zu unserem M3 dann kommen. Weil interessiert mich selber, weil ich finde beide schick. Beide sind aus Carbon. Aufbau ist etwas anders. Aber ja, sind wir mal gespannt, was dann bei rauskommt. Und man hört es natürlich jetzt beim Fahren. Ja. Muss man schon sagen, Ansauggeräusch ist mega geil und auch legal. Ja, das ist das Wichtigste, genau. Ansonsten haben wir natürlich auch noch ein bisschen Hand angelegt. In Kombination zu der Hardware, die wir gemacht haben, haben wir jetzt auch von uns schon eine Software aufgespielt und das Ganze ein bisschen abgestimmt. Wir sind jetzt da noch nicht am Ende. Das ist alles noch so ein bisschen in der Testphase. Wir waren ja auch schon auf dem ersten Race. SCC, Race 1000, genau, Race 1000. SCC war das Auto auch schon mal dabei und werden uns da jetzt so nach und nach rantasten und bieten da dann mittlerweile auch schon Software-Tuning an. Also wer Interesse hat, auch ohne Hardware, können wir euch eine Software draufspielen auf das Auto. Genau,
Was fahren wir aktuell Leistung? Aktuell fahren wir Leistung 780, 790 PS. Ja, genau. Und 950 Newtonmeter begrenzt. Genau, also da gehen wir auch nicht viel weiter drüber. Und von der Leistung müssen wir mal schauen, was noch machbar ist. Der Motor ist noch komplett Serie, also die Innereien. Der Motor ist komplett Serie, da ist nichts dran gemacht. Ne? Das ist, brauche ich euch nicht erzählen, das ist der S58 Motor. Erstmalig damals verbaut im X3 und M und X4M, den wir ja auch haben. Und kam dann nachher mit dem Modellwechsel von der F-Serie auf die G-Serie in den M3 und M4 rein. Ist, finde ich, ein geiler Motor. Wirklich, macht mega Spaß, das Auto. Ja, und bietet natürlich Potenzial nach oben. Ich meine, man hat ja beim, bei der F-Serie M3, M4 schon viel Potenzial nach oben gehabt. Und ich glaube, hier ist es sogar noch ein bisschen mehr. Ja. Was mich interessiert hat, ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet, also wir haben ja jetzt hier unseren Allrad, ne? Das ist unser M3 Allrad und wir hatten davor den Hecktriebler M4 und mich hat da so ein bisschen auch das Gewicht interessiert. Ich weiß ja nicht, ob ihr das wisst, aber der M3 wiegt jetzt, obwohl er zwei Türen mehr hat und natürlich auch Allradantrieb, mit dem Antriebssystem auch nochmal ein paar Kilo dazukommen, für mich verhältnismäßig nur 50 Kilo mehr. Wir haben 1805 Kilo gehabt laut Fahrzeugschein beim M4 als Hecktriebler und beim M3 jetzt mit Allrad haben wir 1855 Kilo. Also die 50 Kilo finde ich gut aufgehoben, weil ich einfach ja, finde, für die Leistungsentfaltung ist Allrad geiler. Ne? So gerade das 0-100, das fühlt sich bei dem Auto schon krasser an. Für die, die natürlich gerne mal auch ein bisschen quer gehen, ist natürlich Hecktriebler. Was er ja auch kann. Das kann er auch, ganz klar. Wenn wir switchen, kann der das natürlich mindestens genauso gut. Ja, so. Machen wir hier wieder Klappe zu, Affe tot, oder? Hätte ich gesagt. Jawohl. Wir müssen auf jeden Fall noch Sound machen. Jetzt machen wir noch ein schönes Soundvideo. Wir machen noch ein bisschen Fahraufnahmen. Habe ich, jetzt ist er zu. Machen wir noch ein bisschen Fahraufnahmen. Wir zeigen noch ein bisschen was zur Ausstattung. Sitze haben wir, im M4 haben wir die gleichen Sitze drin gehabt, die haben wir schon mal gezeigt. Ja, können wir noch mal mit einblenden. Ja, und wenn ihr Fragen habt zum Auto, einfach schreiben. Wir haben im Normalfall alles da. Was noch kommt? Eins, ja, vielleicht das nächste Video schon zum M4. Müssen wir mal schauen, ob es passt. Zum M3. M3. Ich heute M3, M4. Ja, ich war ja nur 18 Jahre bei BMW, aber von dem her ist ja in Ordnung. Ne? Wir haben noch einen coolen Bodykit für das Auto, den wir, ja, ich denke, jetzt in den nächsten 2-3 Wochen verbauen werden. Und dann bringen wir da auch noch mal ein Video dazu. Gell? Ich finde somit, das ist gerade das schönste Auto, das wir haben mit dem 992. So von der Prestige her, ist echt. Ja, also das Auto, mir gefällt das Auto besonders gut in der Farbe. Ich habe davor den M3 noch nie in der Farbe gesehen. Ja, auf einem 340er habe ich das mal gesehen, in Dravidgrau. Und muss sagen, auf dem M3 gefällt mir die Farbe super gut, weil wir haben halt so schöne Lichteinbrüche mit drin von dem Metallic-Lack, wo ich sage, das kommt auf dem Auto einfach genial rüber. Deswegen ist es für mich einfach so optisch mit eins der schönsten Autos und weil es natürlich auch perfekt für mich dasteht, was Felgen angeht. Und die Alltagstauglichkeit ist einfach gegeben. Ich habe trotzdem vier Türen, kann auch jemanden mitnehmen, ohne Sitz umklappen und das ganze Gedöns. Ich habe einen vollwertigen Kofferraum, einen großen, wo ich auch mit verreisen kann und maximalen Fahrspaß, so muss man es einfach sagen. Ist so, ja. Und ja, ist halt BMW. Die liefern ab, was Leistung angeht. Das gucken wir uns jetzt nachher dann nochmal an, auf der Straße ein bisschen. Und sonst haben wir es eigentlich, oder? Hätte ich gesagt. Ja. Dann einsteigen, zufahren. Bis gleich. Thank you.
Zurück im schönen M3. M3, nicht M4. ja, jetzt machen wir noch ein paar schöne Aufnahmen von draußen nachher gleich. Vielleicht haben wir schon ein paar. Und ja, ich hatte noch eine alles entscheidende Frage an euch, weil das ist ja brandaktuell. Was sagt ihr zum neuen M3 Touring? Und soll man den vielleicht tauschen? Unseren M3? Gegen M3 Touring, was sagt ihr? Also ich finde das Auto mega. Ich muss sagen, ich feiere es ja total, dass BMW den Schritt nochmal gewagt hat, hier ein M Touring auf die Straße zu bringen. Der letzte ist ja schon ein Weilchen her. Und ja, das Auto ist einfach nur Hammer, finde ich. Aber ich will da euch gar nicht beeinflussen. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Ob wir unseren tauschen sollen oder ob wir den behalten sollen. Einfach mal in die Kommentare. Ja, schreibt mal rein, genau. In dem Fall hätte ich gesagt, sind wir für heute durch. Schönes Auto, schönes Wetter, schönes Video hoffentlich. Lasst uns ein Like da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!